Dass Let's Dance-Profi Christian Polans kein Blatt vor den Mund nimmt, ist nicht neu. Doch in der Auftaktshow überraschte er dennoch mit dem ein oder anderen sehr direkten Spruch. Let's Dance. Christian Polans entscheidet sich für Sharon Battiste. Endlich wieder Let's Dance. Am 17. Februar ging die beliebte RTL-Tanzshow in die 16. Runde. In der Auftaktshow wurde dabei traditionell festgelegt, welcher Promi in diesem Jahr mit welchem Profi-Tänzer über das Parkett schweben darf. Nur ein Profi hatte selbst die Qual der Wahl. Christian Polans, 44. Der 44-Jährige hatte im letzten Jahr zusammen mit Renata Lusin, 35, die große Profi-Challenge gewonnen. Da die Beauty allerdings kurz vor TV-Start offiziell verkündete, erstmals schwanger zu sein und daher in diesem Jahr nicht bei Let's Dance dabei sein zu können, durfte also Christian ran. Schon im Vorfeld hatte er bei Instagram erklärt, mit wem er in diesem Jahr ungern um den Titel Dancing Star kämpfen möchte. Anna Ermakova und Sally Özcan, allerdings nicht aus fehlender Sympathie, sondern aufgrund ihrer Körpergrößen. Wegen ihrer 1,79 Meter wäre es für den 1,80 Meter großen Tänzer, sowie seine beiden Kollegen Valentin Lusin, 1,77 Meter, und Zsolt Sándor Cseszke, 1,75 Meter, die er wie sich selbst eher zur kleineren Fraktion zählt. Eine große Herausforderung, auch Sally Özcans Größe 1,73 Metern sei bereits grenzwertig. Was für Fehler, Christian? Sag doch mal. Letztlich fiel Christian Polans Wahl auf Bachelorette Sharon Battiste, die im Übrigen auch 1,74 Meter groß ist. Im Vorfeld erklärte er, man versucht immer, aus seinen Fehlern zu lernen. Huch. Was der Let's Dance-Profi mit dieser vielsagenden Aussage meinte. Unklar, doch auch den beiden Ex-Let's Dance-Stars Oana Nechiti und Erich Klann fiel der Spruch direkt auf. Wie sie in der neuesten Folge ihres Podcasts Tanz oder gar nicht thematisierten. Was war das eigentlich für eine Aktion? Man lernt aus Fehlern? Was für Fehler, Christian? Sag doch mal. 5 Millionen Leute interessiert das, erklärte die Paderbornerin und weiter. Ich glaube, er hat einfach nur laut gedacht. Im RTL-Livestream nach der großen Kennenlernen-Show wurde Christian Polans dann allerdings erneut auf seine Wahl angesprochen und begründete seine Entscheidung offen und ehrlich. Talent ist das eine. Aber man muss auch ein Gefühl dafür haben, ob man mit derjenigen die nächsten 3 Monate verbringen kann und will. Und ob das auch funktioniert und man das Gefühl hat, man kann mit dem Menschen auch wirklich was erreichen. Bei Sharon Battiste sei sich der 44-Jährige einfach sicher, dass sie alles mitbringen würde, was man für Let's Dance braucht. Ob er bei den anderen Promi-Damen entsprechend weniger Potenzial sieht, darüber lässt sich wohl nur spekulieren.